Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Jahr 2018 liegt hinter uns. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die im zurückliegenden Jahr, egal ob im Ehrenamt oder in ihrer beruflichen Tätigkeit, einen Beitrag dazu geleistet haben, dass der Burgenlandkreis mit seinen Städten und Gemeinden und Dörfern nach vorn gekommen ist und sich positiv entwickeln konnte. Zugleich möchte ich einen Ausblick auf das vor uns liegende Jahr 2019 wagen. Da steht zunächst im Februar eine für uns alle sehr wichtige Entscheidung an, nämlich die Entscheidung der Strukturkommission in Berlin, die sich mit der Zukunft der Braunkohleverstromung beschäftigen wird. Wir sehen einerseits mit Sorge nach Berlin, weil erfolgreiche wirtschaftliche Strukturen, nicht nur der Kohlekumpel, sondern auch andere Industriezweige dadurch gefährdet werden könnten. Wir brauchen lange Übergangszeiten und einen erfolgreichen Strukturwandel, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehört neue Infrastruktur für Straße und Schiene, dazu gehören hochwertige, gut bezahlte Industriearbeitsplätze und natürlich gehören dazu auch moderne Bildungseinrichtungen. Ein zweites Ereignis wirft seine Schatten voraus. Am 26. Mai finden zusammen mit der Europawahl auch die Kommunalwahlen im Burgenlandkreis statt. Neue Gemeinderäte und neue Kreistage werden gewählt. Und ich möchte Sie alle aufrufen, sich für diese Ämter auch als Kandidaten zur Verfügung zu stellen. Die politischen Parteien und auch die Wählervereinigungen suchen händeringend nach engagierten Menschen, die sich einbringen wollen, um für ihre Stadt, Gemeinde und für ihren Kreis Entscheidungen mit vorzubereiten und zu treffen. Zugleich bitte ich Sie um Ihre Teilnahme an der Kommunalwahl im Mai 2019, denn nur durch eine gute Wahlbeteiligung können die dann Gewählten auch legitimiert wichtige Entscheidungen treffen. Dann möchte ich Sie auf ein spannendes Jubiläum hinweisen. Wir begehen im Jahr 2019 den 100. Geburtstag unserer Volkshochschulen im Burgenlandkreis. Ich lade Sie herzlich ein zu einer langen Nacht der Volkshochschule am 20. September und zu einer Festwoche, die wir Ende August 2019 gemeinsam begehen wollen. 2019 wird auch das Jahr des Breitbandausbaus im Burgenlandkreis sein. Vor wenigen Wochen starteten die Baumaßnahmen für ein besseres Internet in allen Städten und Dörfern im Burgenlandkreis und viele Einwohnerinnen und Einwohner werden 2019 bereits einen schnellen Internetanschluss erhalten. Ihnen allen wünsche ich für 2019 ein gutes, erfolgreiches und glückliches Jahr. Vielen Dank.